Schlimmste an dem Spiel ist immer das Vorzulesen. Weil ich immer die. Oh. Stop it. Stay away from me. My body is melting. Stay away from me. What's wrong, Elena? You were screaming in your sleep. Oh, das war Elena. Upsi. A huge tongue-like thing was coiled around me and it was devouring me. Shh. That's strange. It's too quiet. Hey, Rowan, wake up! Huch, was ist mit dem Set passiert? Ja, du. Nichts geht. Wanna Rami? Wo ist sie? Hoppla. Oh, ein, huch. Da hat gerade mein Gamepad sich verselbstständigt. Oh, 4800 Lebenspunkte. Nice. Läuft bei uns. Golden Hammer! Hauen wir mal ein paar Special Moves schon mal gleich drauf. So, einmal gecancelt. Das ist schon mal sehr angenehm. Dann wird er ein bisschen nach hinten versetzt, der gute Gegner. Impact Bomb! Das hat so ein bisschen was vom Bosskampf. Oh nein. Er ist gleich als nächstes dran. Huch! Oh. Einmal konnte er ausweichen, das zweite Mal eher nicht mehr so. Huch. Ja, warte mal, ich mach mal den hier. Golden Hammer! So. Sieht hier erstmal gar nicht. Impact Bombe! Ja, ja. Sieht ja erstmal gar nicht so schlecht aus hier. 300 Schaden, sehr gut. Ich bin schon fast auf die Hälfte runtergeklöppelt. Oh, da hat er eine Special Move. Warte mal, was macht er denn? Beast Fang hat, okay. Weißt du was? Ich mach mal. Das schaffe ich eh nicht mehr. Ich mach mal den hier. Okay. Damit lässt sich arbeiten. Bams. So, und einmal nochmal 10 Sekunden. Ich wa yo. Impact Bomb. 10 Sekunden. Ah, jetzt verstehe ich auch. Ja. 10 Sekunden. Himmelsschwert, glaube ich, heißt das so, also so ungefähr übersetzt. Autsch. Nein, Mist, ich hab ach, egal. Er hat eh nicht mehr genug Schadenspunkte, Special-Punkte. So, ich schmeiß mal einmal einen Heal auf Ryuro. Der kann noch einmal Tensaken machen. Bitte was? Megumi no Shizuku no Kokoni? Was? Hab ich das jetzt richtig? Ja, läuft. Den Kampf sollten wir auf jeden Fall gewinnen. So, dann machen wir noch einmal, was haben wir hier? Box Magic with a Vacuum. Das brauchen wir gar nicht. So, einmal den hier. Einmal, ach ja, komm, Standardangriff sollte reichen. Huch, ich kann immer noch den Zeigen anwenden. Ist ja verrückt, wie viele Schadens- Special Punkte hat er denn? Ist ja verrückt. Den Zeigen! Zium! Läuft! Das haben wir geschafft. Autschen. そんなんじゃ俺の命は取れねえな 150 Erfahrungspunkte, 100 Special Coins. Yay! Level up bei Ryudo und Elena. お前はあの男ではないのか。なんだと?どういうことだ?なぜ俺を襲った?お前の匂いがわしを呼んだのだ。我が村を破滅させた元凶と同じ匂いが。 やつの匂いは、わしをおかしくさせる。やつの名は、
メルフィス。何？メルフィスだと？リュード。俺と匂いが似た。それは本当か？お主、メルフィスを知ってるのか？多分な。そうか。お主の匂いにはドス黒い死の匂いはなかったというのに、わしは我を忘れていた。おい兄さん、メルフィスは生きてるのか？メルフィスとは破滅をもたらす魔人のこと。わしの名はマレング。我が物よ、すまなかったな。兄さん、リュード。破滅をもたらす魔人だ。あいつはただの人殺しじゃないか。あいつが生きてるはずが。こんなところであの悪夢に出くわすなんて。どういうことなのよ。メルフィスって誰のことなの？俺の兄だ。兄貴。ne, Aniki bedeutet ja, glaube ich, kleiner Bruder, ne? Bin mir gar nicht so sicher. Aber man konnte auf jeden Fall schon irgendwie, ich find das mal voll geil, wenn das mit der japanischen Sprache so funktioniert und man einigermaßen versteht, worum es geht. Zum Beispiel, wenn er sagt, wenn Marek sagt irgendwie bla bla bla, Majin oder sowas. Majin ist ja das japanische Wort für Dämon. Melfis ist also ein Dämon in seinen Augen. Und Yuri sieht ihn nur als einfachen Mörder an. Satsujin? Ach nee, Satsujin ist ja nur Mord. Naja, auch egal. Auf jeden Fall werden wir wahrscheinlich auch noch demnächst erfahren, was es mit dann Melfis auf sich hat. Sekunde, ich muss mal ganz kurz husten. So, läuft. Was war nochmal? Ach, warum mache ich eigentlich Impact Bomb? Weil es schneller geht, ich weiß. Die Zwischensequenzen sind natürlich immer ein bisschen. Impact Bomb! Aber es geht, glaube ich, im Endeffekt doch etwas schneller. Oh, was? Ich nehme alles zurück. Golden Hammer! Gott sei Dank. Cancel! Yay! Und Counter, sehr schön. Kurz in der Nase kratzen, dann geht's auch schon weiter. Dann haben wir schon wieder 822 Special Coins, sehr angenehm. Das sind nochmal Flattermänner. Gut, für die brauchen wir jetzt, glaube ich, tatsächlich keine. Ach, wobei, weißt du was? Einfach weil ich es kann. Ne, warte mal, ich glaube, Sepp geht schneller, weil ich dafür schon mehr Coins investiert habe. Oder wie wäre es damit, glaube ich, heißt das. Wobei ich mir gar nicht sicher bin. Genau, das sehe ich ganz genauso wie du. Manche Sprüche kennt man natürlich irgendwie schon mal aus irgendwelchen Animes, manche natürlich nicht so sehr. Da sehe ich noch ein Nüsschen. So, das sind aber Nüsse. Die Nüsse können wir leider nicht so super gebrauchen wie die Seeds. So, dann machen wir nochmal, weil es so schön war. Läuft bei uns.
Vor allem, weil wir direkt hinter uns ja einen Speicherpunkt hatten und somit auch recovern, recovern könnten. Recovern natürlich, nicht recovern. Oh Gott, oh Gott. Voll durcheinander. Läuft! Zack! So, ich folge natürlich erstmal nicht dem Weg. Hier ist kein Nüsschen, keine Seeds. Da ist nochmal ein bisschen Yold. Mit J geschrieben natürlich. Hier hinten. Guck mal. Shell Armor, aha. Hier hinten war das. Dann gehe ich nochmal ganz kurz recoveren. So, dann gehe ich mal ganz kurz gucken, was die Shell Armor macht. Auf jeden Fall bringt sie ordentlich Verteidigung. Wie sieht es denn bei den anderen aus? Ups, die kann das schon mal nicht tragen. Okay. Er kann es tragen. 127 Def zu 159 Def. Ach, weißt du was? Weil ich ja ein Arsch bin. So. Guck mal, sie kann doch das Leather Jacket gleich mal anziehen. Sie konnte zwar die Shell Armor nicht tragen, weil die wahrscheinlich zu schwer für sie ist als Rüstung. Aber immerhin die Leather Jacket, die ich jetzt quasi für Ryudo abrüsten musste. So, hier sieht es schon mal so aus, als hätten wir nichts weiter was einsammeln können. Nö, alles gut. Dann kann ich jetzt dem Weg folgen. Well. To Silesian Continent. Und dann kommen wir wahrscheinlich, genau, nach Lilix City. Schauen wir doch mal, was da gibt. Auf jeden Fall spaßige Mucke. Sieht aber auch ganz schön schäbig da aus. So ein paar kaputte Felsen gibt es hier auch. Und diese komische Railroad, die da durch die Stadt führt, sieht auch nicht mehr so prachtvoll aus. Ist schon ein bisschen, hat schon ein bisschen Rost angesetzt. Ist da? Mhm. Sieht ein bisschen aus wie so eine Kathedralkirche oder sowas. Hier, das. Okay. Ich glaube, in der Stadt müssen wir uns etwas länger aufhalten oder irgendwie uns genauer umsehen, sonst würden wir hier nicht so eine heftige Kamerafahrt machen. Was ist hier los? Damn it, this would otherwise be such a nice town. You mean, if this town weren't cursed by darkness, it would be a nice town. Oh my, what is the matter? I can't live here anymore. We're leaving. Leave them alone, Elena. You planning on staying in town? I advise against it. Besides, the gates won't open until tomorrow. Isn't the skyway running? No, not until tomorrow. But don't get your hopes up. They don't let people on it. Come again? Huh? But people were on it just now. For the private use of the miserable Gedan. Maybe it's for the best. Since anyone who visits this town wants to leave as soon as possible. Hey, just forget about it. If there's anything I can do... Thank you for your kind offer, but we can't stay in this town. There's nothing left for us here. Cheerful fog. But if I listen to every piece of good advice I heard, I have killed... True. I'd have killed all of you already and run off with your gold. I am exhausted. Shall we find an inn? Don't worry, Miss Elena. I heard this place has... What was it? It is a delicacy around here. If I could remember the name, we would try it. We could try it. True. Manchmal lese ich zu schnell und dabei steht da was ganz anderes. Ach, das ist das Inn. Dann gehe ich mal ganz kurz... Natürlich in den General Store, der immer gegenüber vom Inn ist. Immer, immer, in jedem in jedem Spiel. Also von Grandia jetzt. Das ich bisher gespielt habe. Was nicht so viel ist, weil
Waren ja 1 und 2 halt, ne? Aber, egal. Welcome to Lilik. We're number one in the high-tech industry, you know. Come see to you, see the huge array of products we offer. Das machen wir doch gerne, aber erstmal das Übliche. Holy Ashes, 700. Gut gegen Untote. Gut gegen Untote. Handgranate, die können alle weg. Zack. Swiftest Nut kann weg. So, Weapons haben wir keine. Armor. Zack, weg damit. Zack, weg damit. Andere Sachen. Ach, der switcht gleich weiter zu den nächsten Sachen, wenn wir keine Arme mehr zu verkaufen haben. Also, nicht keine Arme, sondern, also, Rüstung. So, Runenneklarze. Sowas wollte ich verkaufen. Auf jeden Fall das Poison Charm, weil wir haben zweimal die Ohrringe, die Schlangenohrringe oder so, die auf jeden Fall zusätzlich zur Giftresistenz auch noch 10 Verteidigung bringen. So, Silver Bracelet bringt 8 Verteidigung. Schmeiße ich auch mal weg. Also nicht wegschmeißen, aber so, Suppressors and Pieces. Ich behalte es erstmal. Auch wenn ich nicht glaube, dass mir noch was bringt. So, Medikops. 20 Stück. 200 HP. Ach komm, ich behalte es erstmal. Weil das Verkaufen halt so gut wie nichts bringt. So, Calming Hop. 200 HP. Chance. Breaking. Ja komm, das mache ich mal weg. Weil es 125 Gold bringt. Ist das dann. Das macht das gleiche. Some Friends. Achso, Some Friends und One Friend. Okay. Gut, mal gucken, was haben wir denn hier Schönes? Ah, mal ganz kurz die Tastatur ein bisschen wegschieben. Entschuldigung. Ach, den Army Saber haben wir schon. So, der bringt 6 Angriffspunkte mehr. Das mache ich erstmal nicht für 100 Gold. Bin doch nicht bescheuert. So, Flamestaff. Was haben wir hier? Aktuell hat sie scheinbar den Iron Rod. 40 Angriff? 45 Angriff? Hui. Burn. Ne, Burn werde ich eh niemals mit ihr benutzen. Allein schon, weil Ryudo Burn Flame als Angriff hat. Dementsprechend bekommt sie sofort erstmal den hier. Weil es einfach deutlich mehr Angriffspunkte bietet. So, was haben wir denn hier noch? Das Hunter's Knife. Wie viel bringt das mehr? 8 scheinbar. Für 880 Gold. Weißt du was? Das machen wir mal. So. Was haben wir hier noch Schönes? Quilted Silk. Guardian Rope. 18 Def, 22 Def. Plate Mail, 25 Def. Was war das? Chainmail bringt 20 Def. Das hier bringt 22 Def. Wie viel mehr ist denn das bei denen? Das ist einmal 8 und einmal 6 mehr. Nee, ich bin ein bisschen geizig. So, also zumindest jetzt für 1200 Gold pro Person in dem Fall. Dementsprechend, oh, was haben wir hier? Hunter's Boots. Move und Def mehr. 2 und 2 für 400 Gold. Ja, aber nur weil es 2 Statuswerte mehr bringt, mache ich das bei ihr mal. So, Iron Helm. Iron Bandana. 15 Def, 12 Def. Wie sieht's aus? 4 Punkte mehr. Für 600 Gold. Ach, ich weiß ja nicht. Ich warte erstmal noch. So, wie sieht das bei ihm aus? 4 Punkte mehr für 480 Gold. Auch da warte ich erstmal noch. Läuft. So, hier haben wir die Gauntlets. Das bringt 5 mehr Verteidigung, weil die beide die. Nein! Oh, ich dachte, ich kann das gleich equippen. Nein! Oh. Verdammt. Na gut, vielleicht für einen zukünftigen Charakter. Wer weiß. Die ganzen Charms will ich alle gar nicht haben, weil ich hasse die eigentlich. Ich hasse die schon in Grandia 1. Ich hasse die auch hier. Und ja, ich weiß, ich werde eine ganze Menge schon verraten über Grandia 1, aber es ist halt kein großes Geheimnis, dass viele Sachen von dem ersten Teil auch in den zweiten Teil übernommen worden sind. So, die ganzen Nüsse will ich nicht. Berry. Kuckuberry. Aha, achso, bringt einem Verteidiger, einem Gegner Konfusion, also so Verwirrung und Giftstatus. Brauche ich nicht zwangsläufig.
So, achso, ja, da war ich ja schon beim... Come back soon. Ja, das machen wir auf jeden Fall. So, hupsi. Läuft. So, hoch. Ah, some customers. How unusual. Here to stay the night. Boah, erstmal ein bisschen recovern hier. Well, well, take your time. Auf jeden Fall. Ah, some customers. How unusual. Ja, ist das ja nicht so, als stünden wir gerade schon die ganze Zeit vor dir. Und du hast uns das gleiche gerade vor 5 Sekunden schon mal gesagt. So, ich gehe nochmal ganz kurz speichern. Und dann gibt es an dieser Stelle einen ganz kurzen Cut, weil ich mal eben ganz schnell wohin muss. Und, huch, ja, warte. Ich gehe mal hier wieder in das Menü, weil ich dann sehe, wo ich schneiden muss. Wie gesagt, wir sehen uns gleich wieder, aber ich muss mal eben schnell wohin. Bis gleich!